Jo Freunde, Pato hier, ich grüße euch zu einem weiteren YouTube-Video. Ich möchte euch einfach nur ganz kurz aufmerksam machen, wie es im Titel schon steht, dass ich nicht mehr, oder sagen wir vorerst nicht mehr, also das ist noch kein für immer, nicht mehr auf YouTube streamen werde, sondern alles schon seit bereits 2 Wochen auf Twitch verlagert habe. Und ich muss euch eines sagen, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, jetzt in naher Zukunft auf Twitch zu streamen. Ich muss euch aber auch nochmal eines sagen, ich hätte mir das auch nie vorstellen können, dass dem irgendwann mal so sein wird, weil ich habe mich immer als vollständiger YouTuber betrachtet und ja, ich brauche keine zweite Plattform oder sonstiges, aber Leute, mir macht es extrem Spaß auf Twitch. Ich habe auch voll die Motivation gefunden, Emotes zu machen. Das habe ich auf YouTube nie gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 4 Emotes. Es kommt immer darauf an, wie viele Subs man hat. Mir fehlt zum Beispiel wieder ein weiterer Sub, um ein neues Emote freizuschalten. Und ich finde den Chat auch entspannter. Ich finde das einfach übersichtlicher. Ja, auch zur Community. Es ist halt wirklich bekannt, dass es extrem viele Kinder auf YouTube gibt. Kinder, damit meine ich einfach, so diese Internets. Rambos und so weiter, da gibt es natürlich auch auf Twitch, aber nicht so krass in der Masse, wie es auf YouTube ist. Zum Beispiel an einem Samstagvormittag Weekend League zu streamen auf YouTube, das ist oft so ein Krampf, wenn man dann manchmal so in den Chat schaut und dann manche Sachen liest. Natürlich, man ignoriert das, aber man merkt das sich natürlich trotzdem. Und ja, ich habe schon eine sehr, sehr lange Zeit auf YouTube gestreamt. Ich habe schon sehr, sehr viel Erfahrung. Es geht mir eigentlich gar nicht so nah, aber trotzdem, man merkt das halt so im Hinterkopf. Irgendwie verunsichert das auch ein bisschen und deswegen, ja, macht man halt, beziehungsweise habe ich dann auch am Ende schon, ja, ziemlich ungern Gameplay gezeigt oder Weekend League gespielt auf YouTube. Das hat sich dann jetzt wieder geändert auf Twitch. Und es fühlt sich auch so an, als würde ich gerade etwas so neu starten, neu beginnen. Ich muss euch anders sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin komplett glücklich mit dieser Entscheidung. Ich werde auch jetzt um 20.15 Uhr werde ich wieder zum Streamen beginnen. Und auf Twitch ist natürlich alles ganz oben in der Videobeschreibung. Und Freunde, FIFA 21 wird es auch eine krasse Kanalumstellung geben auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ich denke, am 5.7. werde ich euch darauf aufmerksam machen. Am 5.7. oder am 11.7. Einer dieser beiden Tage, weil am 9.7. ist noch etwas. Ich muss noch etwas klar kommunizieren, damit ich auch das in dieses Video reinpacken kann. Deswegen 5.7. oder 11.7. oder 10.11.7. Aber ich möchte das alles dann komprimieren in einem Video. Aber das mit dem Twitch-Thema möchte ich jetzt schon mal vorweggreifen. Wer das jetzt zum Beispiel mitverfolgt hat, ich habe jetzt in den letzten 14 Tagen fast jeden Tag gestreamt. Vor 2 Wochen war das so eine Woche so auf Test. So, okay, ich werde jetzt erstmal nur auf Twitch streamen, mir das Ganze ansehen. Ich habe noch nicht mal diese Affiliate-Partnerschaft angenommen. Habe ich ja eigentlich schon seit 1,5 Jahren. Dass ich das machen kann oder machen darf. Ja, vor einer Woche habe ich die Affiliate-Partnerschaft angenommen, deswegen vielen, vielen Dank an jetzt. 34 Subs haben wir in einer Woche gesammelt und auch knapp 700 neue Follower in einer Woche. Ihr macht mich sehr, sehr stolz, Leute. Und wer es auf meinem Instagram-Account gesehen hat, ich blende es euch ganz kurz ein. Ich habe in den letzten Tagen Autogrammkarten verschickt. Danke, Pato FIFA. Der Samu hat das erhalten. Und ja, ich habe auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ihr könnt mir auch, by the way, auf Instagram folgen, Pato FIFA. Ich habe dadurch auch sehr, sehr viele Nachrichten erhalten, wie man diese Karten erhält. Das ist diese hier. Diese hier, eine zweiseitige, geile Autogrammkarte. Hoppala. Ich habe mir gedacht, okay, wie bekommt man das Porto und alles? Das bezahle ich selbst. Die Nachfrage, Leute, nochmal, ich bin kein Superstar oder sonstiges, ja? Aber ich bekomme tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten, wenn ich so eine Karte poste. Ich habe dann für mich entschlossen, jeder neue Twitch-Sub, okay, soll mir einfach auf Twitter oder auf Twitch direkt oder auf Instagram einfach mit einem Nachweis schreiben, dass du ein Sub von mir bist. Ja, dann schick mir einfach deinen Namen und deine Adresse und dann bekommst du von mir eine handsignierte Autogrammkarte von mir persönlich eingepackt, nach Hause geschickt. Und ja, ich habe mir gedacht, so ein nettes Goodie als Sub, anscheinend, wie es in den Nachrichten steht, freut euch darüber, dass ihr sowas haben möchtet. Und ja, ich würde es euch dadurch gönnen. Natürlich ist das wieder so eine bezahlte Leistung. Also ihr bezahlt mir quasi so einen Sub und ich gebe euch so eine Gegenleistung. Ihr müsst halt berücksichtigen, ich bezahle auch quasi für das Kuvert, für den Briefumschlag, für die Briefmarke. Und ja, ich dachte mir, dass es so einfach so
der fairste Deal ist. Und ja, ich denke, ich habe vorerst erstmal alles gesagt. Wartet erstmal noch auf den 5.7. oder auf den 10.11.7. Da geht es dann nochmal primär um den YouTube-Kanal Part of FIFA. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Twitch-Kanal einen Follow hinterlässt, wenn ihr mich dort supporten würdet. Dazu, ja, tausend Dank an euch. Und ich denke, das war's vorerst. Ja, vielleicht sehen wir uns später nochmal. Wie Newstime gerne sagen wir, gehabt euch wohl, euer Pato. Daumen nach oben würde ich mich auch natürlich sehr, sehr freuen. Ciao, Leute.